Wow, 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 wow. Da ist ein Spieler drauf. Das war der von vorhin, der so schnell war. Oh nein, nicht, dass er jetzt den Primarx tötet. Ist der auf Follow, der Affe? Oh, ist der schnell. Der kommt gleich wieder, der kommt gleich wieder, der kommt gleich wieder. Verzieh dich, ich will den Primarx tame, ohne dass der ständig vorbeischaut. Scheiße, ist der schnell! Was geht? Oh, die Projektile brauchen einfach zu lange. Ich will den eigentlich nur vertreiben, damit ich den Primarx tame kann. Fuck, hoch. Steck die Waffe ein, Alter! What? Leck? Nee, alles gut. Strange. Okay, jetzt habe ich kurz Panik bekommen. Ja, deswegen muss man übelst mit der Tech Rifle aufpassen, ey. Richtig dolle. So, ich versuche weiter auf den Primarx zu gehen. Oh, krass, wie schnell der Giga war. Was ist denn das für einer gewesen? Da ist er. Oh nein, jetzt killt er mir den echt noch weg, ne? Arschloch. Ja, dann kriege ich den Primarx nicht. Wie nervig ist das denn? Ich kann die nicht weglegen. Jetzt erst wieder. Das ist ganz schön penetrant. Ich überlege gerade, ob ich den Dodorex raushole. Na, mal gucken, ob er wiederkommt. Davon ist er. Wie schnell der ist, ey. Das Ding ist, in der Arena bringt ihm das nicht ganz so viel, ne? Wobei er kann einfach schnell im Kreis rennen und so. Aber so kriege ich halt ohne Scheiße, ich kann halt vergessen, hier den Primarx mitzunehmen, sondern die anderen hier ist. Solange wird der halt auftauchen und die dann einfach wegfressen und töten. Wobei, jetzt sehe ich ihn gerade nicht mehr. Vielleicht hat er sich ja doch verzogen, ey, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das der schnellste Giga, den ich je in meinem Leben gesehen habe, so viel steht fest. Okay, nur ungefähr gute 10 Minuten, Leute. Aber der lauert doch bestimmt irgendwo mit seinem Giga. Bin ich mir doch übelst sicher. Ist immer so. Gerade sehe ich nicht. Wow. Also ich bin jetzt super gespannt auf das Finale, Leute. Super gespannt. Allein wenn ich sehe, was da, dass da so ein Typ so einen krass schnellen Giga hat und so. Ich will gar nicht wissen, was die anderen Leute alles haben. So, das ist sehr interessant. Ich glaube, ich könnte die Musik mal ein bisschen leiser machen, oder? Eigentlich finde ich die ja ganz geil, aber wenn die ganze Zeit läuft, dann... mache ich den doch ein bisschen. Ich hab's einfach nur ein bisschen leiser gemacht. So, wir gucken mal, wie es aussieht. 15 Minuten noch. Okay. Ja, wir haben ihn gleich. Der ist schon auf 3 Millionen Torpor, Leute. Ey, das wäre der Shit. Der ist nämlich ziemlich hoch im Level, glaube ich. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie das Level ist. Ah, der versucht wegzurennen. Das ist nicht so gut. Nicht zum Drachenrennen. Nicht zum Drachenrennen, bitte. Da vorne der Giga. Tatsache. Mal sehen, ob ich den irgendwie überraschen kann. Da kann es ja doch sein, wenn das schief läuft, dass ich dumm sterbe, ne? Ich hab'n. Shit, runter. Wow. Ich hatte nicht viel Haut. Wo ist er? Da. Der hat sich auch.
Wow, 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 wow. Wenn ich Glück habe, wird er jetzt von dem einen Drachen getötet, da. Aber ich kann da nicht viel machen mit dem Püpte. Nein. Flieg hoch. Ich hoffe, ich flieg hoch. Bitte, flieg hoch. Ich kann die halt nicht wegmachen, die Waffe. Okay, ich bin sehr weit hochgeflogen gerade. Alter! Okay, er hat sie raufgeschafft. Aber ich kann da nicht viel machen, so. Ich kann mit dem Püpte kann ich ja nicht zuhauen, während ich den gecrappt habe, oder? Das geht ja nur mit Akentabis, glaube ich. Alter Schwede. Jetzt habe ich gerade Panik bekommen. Das Gute ist, man kann den immer noch. Da, wo man hinguckt, dahin steuert man den auch. Oder? Moment, ich guck mal nach oben. Fliege ich jetzt nach oben? Kein Plan. Ja, man fliegt dann nach oben. Alles klar. Also da, wo man hinguckt, da fliegt man dann auch, wenn man die Waffe gezückt hat. So, ich versuche jetzt trotzdem noch den Primarch zu bekommen. Ich muss nur übelst die Augen offen haben, dass der Giga mich nicht überrascht. Ich habe ihn echt gecrapped bekommen. Aber ich konnte dann halt nicht, ich wusste nicht, keine Ahnung, was soll ich denn da machen? Ich kann den halt fallen lassen. Und dann muss ich reinrollen. Das wäre das Einzige gewesen. So, mein lieber Primarch, du bist betäubt. Wow. Das ist jetzt scheiße. Okay. Kann der nicht fliegen, der Drache? Lol, was ist denn das für eine Scheiße jetzt hier? Mal gucken, ob der irgendwann von mir ablässt. Jetzt glaube ich. Ist gerade auch ganz schön dunkel hier irgendwie. Ich sehe irgendwie fast gar nichts mehr. So. Wo ist der Primarch? Oh, ich wette mit euch, der Giga wartet hier irgendwo. Okay, wir sammeln erstmal unser Zeug zusammen, was wir brauchen. Brauchen ein Potion und dann Prime Meat. Habe ich Prime Meat dabei? Ja. Alles klar, Leute. Ich lande mal ganz kurz und gucke nur, ob der jetzt kommt oder nicht. Der ist nämlich übel schnell mit dem Giga. Ich bin jetzt aufgeregt. Okay, das war der Rex, alles gut. Alles klar, wir haben ihn. Was geht ab, ey? Was geht ab? Ach scheiße, ey. Krass. Ja, also mit der Take-Waffe muss ich mich echt zurückhalten mit dem Ballern, Leute. Muss ich mich echt zurückhalten, weil das dauert so lange, bis man dann wieder sich ordentlich steuern kann. Kann ich eigentlich so schnell fliegen? Also wirklich so, wenn man nach oben und unten guckt, so fliegt man dann. Ist eigentlich ganz geil. So, wäre beinahe an den Drachen gestorben, wenn ich hier rumprobiere. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er schnell fliegt, oder? Doch, 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 fliegt er. Okay, alles klar, ne? Probieren wir es einfach mal. Der Drache nervt irgendwie. Willst du von mir getötet werden, mein Guter? Seh dich leider gar nicht. Ich mach einfach weg. Irgendwann lässt er schon uns schon in Ruhe. Anscheinend wurden von ihm ja die Flügel gestutzt oder so. Auf jeden Fall fliegt er gerade nicht. So, gut. 10 Minuten noch. So gut, Leute. Ich muss mal ganz kurz auf die Toilette. Ich hoffe, dass jetzt nichts passiert. Wenn ich jetzt daran sterbe, wäre natürlich super ärgerlich. Aber ich bin ja unsichtbar. So, ich bin gleich wieder da. Sorry. Ich glaube aber, es ist sicherer, AFK zu sein, also für mich jetzt, und einfach in der Baumkrone zu chillen, als wenn ich mich irgendwo bewegen würde. Ich glaube, das ist wirklich sicherer, was ich hier gerade mache.
So, auf jeden Fall ist gleich Finale. Gleich geht's los. Wow, 800.000 Leben? Wow, wie viel Torpor? 3,5 Millionen, also den schafft man nicht mehr. Und ist schon wieder ein Primerex. Ich muss mir unbedingt den Spot merken. Hier ist viel los, hier ist gut. Okay, das ist östlich vom Redwood-Gebiet. Gut zu wissen. So, gut, alles klar. Ich überlege gerade, ob ich schon zum Finale teleportieren will. Ich werde wahrscheinlich wirklich warten, bis der Countdown losgegangen ist. Meine ganzen Dinos und so hole ich dann einfach dann in der Arena dann raus. Und auch nicht direkt am Anfang. Schauen wir mal, ob ich noch irgendwas Sinnvolles dabei habe. Infernal Eternal Boots. Das Problem daran ist nur, die Tech Boots sind halt schon geiler, weil wir da keinen Fallschaden bekommen. Hier kriegen wir Fallschaden. Noch irgendwas in der Richtung irgendwie. Yo! Den Helm würde ich mal aufsetzen. Der ist besser als die Tech-Rüstung, oder? Haltbarkeit ist die 800. Ja, ein bisschen besser. Okay, 5 Minuten noch, Leute. Okay, Leute. Habt ihr gerade gesehen, ne? 60 Sekunden geht's los. Wir machen jetzt rüber. Ich bin ganz schön nervös, muss ich ehrlich zugeben. Okay. Puh. Scheiße, da stehen sie schon alle bereit, ich sage. Also ich halte mich erstmal zurück. Ich gucke mir das erstmal aus der Distanz an. Wir müssen aufpassen. Ah, André hat das so gut gemacht, die Mod, oder? Ist der Hammer, oder? Ja, jetzt geht's schon los, Leute. Fight! So, ich werde mich zurückhalten. Da vorne ist übrigens der Hot Button, da vor der Zuschauertribüne da. Da rechts unten. Ich will jetzt erstmal einen Überblick über das Feld bekommen. Und ich bin bestimmt nicht der Einzige, der seine Dinos erstmal noch zurückhält. Guckt euch mal an, was da abgeht, Leute. Guckt euch das an. Was ist er? Okay, das ist ja weg. Also dem ist auf jeden Fall jetzt auch das Herz kurz in die Hose gerutscht, Leute. Schade. Hat's da keiner drauf? Sieht nicht so aus. Konzentriert bleiben. Ich bin definitiv nicht der Einzige, der seine Dinos zurückhält. Hab einen. Oh, ist der schwer. Nein, das ist fein. Der macht nämlich übelst Aua mit der Tech Rifle. Was? Hallo, lass mich doch meine Dinos machen. Ja, der Kampf ist losgegangen. Jetzt macht er doch seine Dinos nicht mehr, Alter. Sorry, aber das läuft nicht, Leute. Wenn der Timer abgelaufen ist, ist Kampf. Wow. Komm klar. Darf ich den Knaller zünden? What? Darf ich den Knaller zünden? Ja, zünd den Knaller. Juhu. So, okay, 3 Minuten geht's los, Leute. Oh, ist das enttäuschend. Aber ich muss mich jetzt trotzdem konzentrieren. Ich habe ja trotzdem die Motivation, jetzt zu gewinnen. Auch wenn nur noch ein Zehntel da ist von den Leuten. Da oben lauert Shinichi, oder? Wer ist das da auf diesem... Der Button ist echt gut geworden, ja. Das Gute ist, die wissen ja nicht, dass ich noch einen Prime-Rex und einen Dodo-Rex habe. Aber dieser Dodo-Rex, der da unten steht, der ist neu. Der war eben noch nicht da. Ne, stimmt. Aber meiner ist besser. Ich überlege gerade echt, ob ich mich auf einen Dodo-Rex setze, aber wenn ich dann gecrappt werde, ist scheiße. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich glaube, ich setze mich auf den Dodo-Rex. Ah, zu nahen Strukturen. Shit. Moment. Da ist die Sekunde Zeit. Wow, geht der jetzt schon auf mich? Mach den ja auf passiv. Mach den auf passiv, Alter. Erst in 60 Sekunden.
Nicht, dass er mich jetzt angreift, ey. Macht mal eure Dinos auf passiv, ey. Da? Weiß ich nicht. Okay, 30 Sekunden. Zu nah. Ach du Scheiße, hat er da viele. Ich bin immer zu nah an Dinos dran. Shit, ich kann meine Dinos nicht rufen. Ja, scheiße, ich kann meine Dinos nicht rufen. Ich muss schnell machen. Kampf geht los. Was? Ich hab meine Dinos nicht gerufen. Egal wo ich bin. Das ist uncool. Ah. Ich muss meine Dinos irgendwie rufen können. Kann ich nicht. Ich bin immer zu nahen Strukturen dran. Ist das Bucky oder so? Shit. Okay, ja, die Campbell noch. Ist noch keiner am Button. Fuck, ey. Ich krieg meine Dotrex und so nicht gerufen. Ich kann höchstens schnell wegteleportieren und wieder zu hermachen oder so. Das Einzige, was mir einfällt. Ich hoffe nur, dass jetzt keiner den Button drückt. Komm schon. Geht's immer noch nicht? Das ist Buggy. Musst du die vielleicht einmal aus der Leiste ziehen und wieder reinpacken? Probier's. Nee. Das ist echt mies. Boah, das ist gemein, ey. Alles klar, okay, Trinity hat gerade geschrieben, man muss den Droppen davor. Gut zu wissen. Das Problem ist, ich habe gerade den Teleporter nicht mehr gefunden, wo ich hin teleportiert bin, deswegen muss ich gerade die ganze Strecke fliegen, André. Ja. Das bringt Kilometer. Ja, ich war ganz im Norden. Und die Wüste, oh, die Arena ist ganz im Süden. Ich muss das erst droppen, ey. Wie scheiße ist das, bitte? Gut zu wissen. Das hatte ich noch nie. Die ganze Zeit hat es funktioniert, weißt du? Mhm. So, hier ist die Arena. Okay, dann droppe ich den Spaß jetzt. Ich probiere es. Ach krass, das sind sogar richtige Kugeln. Wie witzig. So, jetzt probiere ich es nochmal. Ach, die kämpfen noch, oder was? Ich sag nichts. So. So habe ich es mir eigentlich vorgestellt. Die einfach... Ach du Scheiße, jetzt kommen die nicht mehr... Kommen die jetzt nicht mehr runter? Hey! Alter, fuck. Soll ich auf den Dotorex? Nein. Nein. Wow, der Dotorex macht sogar Schaden an den Steinstrukturen. Okay, die holen jetzt auch noch ihre Dinos raus. Ich habe keinen Überblick mehr. Also ich glaube, so ein Poison-Giga taugt nicht viel, so ein Grüner. Wir müssen ja eigentlich relativ easy platt bekommen. Ach krass, mein Hip-to-Hip hilft sogar auch mit gerade. Okay, da ist down. Da sitzt einer drauf, ne? Warum können die Dinos jetzt einsetzen? Man muss sie erst troppen davor, hatte Shinichi gerade geschrieben. Ich hab das auch nicht gewusst. Wer haut da? Wer haut da? Ah, die... Ah! Schnell, komm, komm, komm! Der ist da unten. Nein! Aber mein Pip ist an ihm dran gerade. Wir können natürlich jetzt versuchen, mal den... Jetzt! Okay. Das Downer, der war nur Level 6 gewesen, der hat einfach nur so mitgemacht, der Gecko. Nein!
Hilf den. Komm. Ja. Okay, das ist doch nochmal lustiger als erwartet gerade hier. Ich muss einfach schießen, wenn der mich greift, ey, glaube ich. Das muss ich probieren. Da ist ja einen übelst guten Sattel. Wo ist er? Okay, ich versuche den Button zu... Nein, der lockt die runter! Ja, das ist eigentlich nicht gut. Der kommt gleich, oder? Oh, André, warum haben wir 20 Sekunden eingestellt, nicht 10? Komm schon! Oh, ich hab doch gedrückt! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Probier's nochmal. Ey, ich hatte glaub... Oh, das war genau in dem Moment gewesen! Das muss noch erst blau blinken, ne? Okay. Scheiße! Fuck, mein... Ah, nein! Scheiße! Okay, es war nochmal spannender als erwartet, Alter. Was geht? Ey, wenn es nämlich läuft, macht's halt übelst Bock, Alter. So, warte mal, Shinichi soll mal noch warten, bis er drückt. Ich mach mal Servo Spectator, ich will gucken, ob's funktioniert. Ich bin Cheat, Enable Spectator. Shinichi. Drück mal Button. Ja, shit, ne, der hat meine Dinos runtergelockt, da hab ich nicht drauf geachtet. Das war ein großer Fehler gewesen. Ansonsten hätte ich da, glaube ich, das ziemlich gut gewinnen können. Aber er soll jetzt mal den Button auslösen. Ich will gehen und sehen, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Also ich habe es jetzt klicken gehört, André. Ja, der Spieler selbst hört das klicken. Aber die anderen hören es nicht. Die anderen Spieler nicht, oder was? Nee. Okay, kann ich auch kurz an die Zuschauer, der Plan war eigentlich gewesen, dass andere Mitspieler oder Gegenspieler hören, dieses Klicken auch hören, dass, damit sie gewarnt sind, wenn jemand den Button drücken will. Das funktioniert aber anscheinend nicht so richtig. So, okay, Shinichi, verdienter Gewinner, das war ja klar, aber es war jetzt auch eh so ein Rumgemodel und so, aber es hat trotzdem nochmal Spaß gemacht jetzt am Ende. So, mal gucken, ob der Button funktioniert. Oh, das war übelst knapp, André, ohne Scheiß, also das Ding war voll gewesen, das Ding war voll. Ja, man muss auch das, wenn er voll ist, dann dauert das nochmal eine Sekunde, bis er dann leuchtet und blinkt, sehr gut. Geht's halt, Shinichi. Ach Mann, ey. Aber vom Finale, wie es jetzt abgelaufen ist, jetzt am Ende, vom Kampf her und so, war das das Spaßigste von allen bisher gewesen für mich, witzigerweise. Aber ändert nichts daran, dass es trotzdem eine große Enttäuschung war, dass der Surfer abgeschmiert ist und alle rausgeflogen sind. Ja, ohne Flugdinos wäre mal eine Variante. Wir müssen mal gucken. So, ich werde mir auf jeden Fall Gedanken machen. Es ist ja alles noch ein großes Experiment, aber jetzt haben wir erstmal gesehen, der Button funktioniert. 20 Sekunden können sehr, sehr lange sein, wie es aussieht. Ich fand 10 Sekunden schon sehr lang. Ja, 20 ist echt krass so, aber ich finde es 20 trotzdem besser als 10 Sekunden. Muss ich ehrlich sagen. Mal schauen. Also, mal gucken, ob wir nächstes Mal auf einer anderen Karte spielen und was ich noch alles so umändere. Ob ich dann schon Flugdinos deaktiviere, muss ich mir alles überlegen. Nö, Aufnahme ist nicht RIP so. Ich fand das jetzt noch ganz lustig, muss ich sagen. Also, mir hat das Spaß gemacht. Ich denke, dass ich das so hochladen kann. Also, wir... Zuschauer wissen ja, dass das jetzt nicht geplant war, wie es jetzt ablief, alles. Das ist ein bisschen schade. Aber das Finale hat es immer Spaß gemacht. Also mein Herz puppert gerade ein bisschen. Und dann denke ich, dann kann ich das auch hochladen. So, denkt bitte an den Daumen, denkt bitte an Feedback. Vielen Dank auch nochmal an Willi nachträglich. Der ist jetzt schon offline gegangen für Spectaten und natürlich auch an André. Nochmal jetzt hier.
Für Spectaten und für den Knopf. Mhm. Super Sache. Sehr gerne. Und schreibt mal in den Kommentaren alle schönen Urlaub an André. Ja, André macht jetzt Urlaub erstmal. Danke, danke. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Ciao, ciao.